Ja, moin moin und herzlich willkommen zum Vergleich der BMW F900 GS mit der Voge DS900X. Ich bin Dietmar vom Motorradtest.de und ja, diesen Vergleich hier dieser beiden Reiseenduros haben sich ganz, ganz viele Leute von euch schon lange gewünscht. Die Maschinen sind ja beide im Frühjahr diesen Jahres 2024 auf den Markt gekommen und es gibt tatsächlich ein paar Ähnlichkeiten, vor allem natürlich beim Motor. Und ja, deshalb hat sich dieser Vergleich angeboten. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und schon geht das los. So, wir starten mit den Abmessungen und da kann man auch schon einen wesentlichen Unterschied gleich erkennen. Die BMW ist 2,27 lang, Radstand 1,59, Sitzhöhe 870 mm und sie wiegt fahrfertig 219 kg. Die Voge hingegen ist länger, sie ist 2,32 lang, Radstand ähnlich, Sitzhöhe etwas tiefer 850 und das Gewicht vollgetankt 238 kg. Ja, daran erkennt man schon, dass die Voge so ein bisschen eher Richtung Adventure Bike tendiert. Sie ist schwerer, sie ist auch vor allem 5 cm länger. Und ja, deshalb sitzt man auf der Voge als Beifahrer zumindest auch ein bisschen besser. Der Sozius-Komfort bei der BMW ist ein bisschen eingeschränkt, aber die BMW ist auch eher fürs Gelände gedacht. Und die Voge hier, die halt fast 20 kg schwerer ist, ist ganz klar das eher straßenorientierte Bike, mit dem halt man lange Touren macht, weniger ins Gelände geht. Dafür ist sie einfach ein Tucken zu schwer. Da vereignet sich die BMW dann doch deutlich besser, also fürs Gelände. Ja, wir kommen zur technischen Ausstattung. Ich erzähle erstmal, welche Features beide Maschinen haben. Und zwar haben wir hier bei beiden Bikes ein großes TFT-Farbdisplay. Traktionskontrolle ist an Bord, sogar ein USB-Anschluss und ein 12-Volt-Anschluss. Es gibt bei beiden Bikes Fahrmodi, Heizgriffe, Handprotektoren und auch Drahtspeichenfelgen. Das war es dann aber auch mit den Ähnlichkeiten. Jetzt wird es dann doch sehr unterschiedlich und generell kann man sagen, die Voge ist, vor allem was den Preis angeht, den habe ich noch gar nicht genannt, 9.500 € kostet die Voge, verdammt gut ausgestattet. Also, es gibt hier Nebelzusatzleuchten. Jetzt kommt alles Serie, was ich sage. Ein Totwinkelassistenten, Reifendruckkontrolle, Sitzheizung ist dabei, ein Quickshifter, Hauptständer, Sturzbügel, Tempomat, Keyless Ride und ein verstellbares Windschild. ABS gibt es natürlich auch, allerdings bei der Voge nur ein Standard 2-Kanal ABS, also Schräglagensensoren gibt es hier nicht. Das ist bei der BMW in Serie der Fall. Also es gibt also Kurven-ABS und halt auch eine dynamische Traktionskontrolle. Außerdem ist bei der BMW auch in Serie die Möglichkeit, sein Handy hier zu verbinden und zum Beispiel eine Pfeilnavigation auf das Display zu legen. Das geht bei der Voge leider nicht. Außerdem hat die BMW auch verstellbare Rasten und Schalthebel. Also da kann man die Ergonomie ein bisschen besser anpassen an seine eigenen Bedürfnisse. Aber ansonsten war es das auch mit der Serienausstattung der BMW. Sie kostet übrigens nackt 13.750 €. Und ja, optional kann man hier einen Quickshifter dazu buchen und eine Reifendruckkontrolle und Keyless Ride und viele, viele andere Dinge. Und wenn man jetzt mal diese Ausstattungsgeschichten bereinigt vergleicht, dann würde die BMW, wenn man sie genauso ausstatten würde wie die Voge, die halt in Serie daherkommt, 15.663 € kosten. Nochmal, die Voge kostet 9,5. Das ist also schon mal ein satter Unterschied von 6.165 €. die man draufpacken muss. Solche Vergleiche hinken natürlich immer, weil es gibt einfach nicht alle Optionen, die es zum Beispiel bei BMW gibt, bei der Voge und umgekehrt genauso. Aber so ungefähr kommt das hin. Wenn man dann nochmal ein Kofferset mit dazu rechnet, dann liegt die Voge bei 10.800 € und die BMW bei 17.220 €. Also da beträgt der Unterschied dann schon 6.421 €, um genau zu sein. Also summa summarum, die Voge wirklich in Serie sehr viel besser ausgestattet und die BMW ist aber trotzdem auch, finde ich, nackt schon sehr gut ausgestattet. Aber wenn man da halt Zusatzfeatures haben möchte, von denen es allerdings mehr gibt, muss man auch tiefer in die Tasche greifen. So, schauen wir uns mal das Licht an. Beide Maschinen kommen natürlich komplett in LED-Technik. Beide Bikes haben eine Warnblinkanlage und auch ein Tagfahrlicht.
Ja, die Voge hat in Serie auch noch Nebelleuchten und die, das kann man hier gerade ganz gut sehen, links, wenn man links blinkt, dann geht die Nebelleuchte links an. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kurvenlicht sein soll, das ist, glaube ich, eher so ein optischer Gag. Aber wie gesagt, immerhin hat die Voge hier die Nebelleuchten gleich mit in Serie an Bord. Das ist bei der BMW halt aufpreispflichtig, wenn man das haben möchte. Ja, hinten kann man sehen, die BMW mit diesem neuen Konzept Blinker mit im Gehäuse des Rücklichtes und des Bremslichtes. Das macht die Voge hier auf der linken Seite noch getrennt. Und ja, aber ich denke mal, beim Licht sind die Unterschiede jetzt gering. Man kann beide gut erkennen, auch nachts, und sie leuchten auch die Straße gut aus. Also da gibt es eigentlich nichts zu meckern. So, kommen wir nun zu den Motoren der beiden Probanden. Da gibt es naturgemäß Ähnlichkeiten, denn beide Motoren werden ja von Longines in China hergestellt. Longines ist der Mutterkonzern von Voge, also Voge ist eine Marke von Longines, und Longines baut auch die Motoren der F-Serie, also der F900 GS zum Beispiel. Ja, hier seht ihr jetzt gleich die Daten und da fällt auf, die BMW hat ein bisschen mehr Leistung, 105 statt 95 PS und ein bisschen weniger Drehmoment, und das Drehmoment bei der Voge liegt auch ein Tucken eher an, also das ist so ein bisschen mehr Leistung bei der BMW und mehr Drehmoment und eher anliegendes Drehmoment bei der Voge. Ja, dass die BMW eher so ein bisschen Richtung Gelände, also Reiseenduro tendiert, merkt man auch an der Reichweite und am Tank. Wir haben hier einen 14,5 Liter Tank, Reichweite 330 Kilometer, Verbrauch hier 4,4 Liter. Bei der Voge ist der Tank ein bisschen größer. Wir haben hier einen 17 Liter Tank und der Verbrauch ist ein bisschen höher. Frage mich nicht warum, 4,8 Liter. Aber durch den größeren Tank hat sie die größere Reichweite, 378 Kilometer. Beide Maschinen haben Sechsganggetriebe, eine Anti-Hopping-Kupplung und natürlich auch einen Kettenantrieb. Leute, 0 auf 100 auf der Voge DS900X. Ich bin im Sportmodus, Reifendruck stimmt auch, alles ist bereitet für eine schnelle Probefahrt. Ja, Hupe geht auch. Mal sehen, ne? Ich bin echt gespannt. Also ich bin ja schon ein paar Mal gefahren, auch ein bisschen beschleunigt. Sie hat echt Druck. Ich bin mal gespannt auf die Ergebnisse. Also 3, 2, 1, ab geht der Fuchs. Oh. Das war's auch schon. Alter, geht die ab. Ja, also sie hat ja ein bisschen weniger Leistung als die F900 von BMW. Dafür hat sie aber mehr Drehmoment. Und beides bei niedrigeren Drehzahlen. Insofern, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das fast so ein bisschen ausgleicht. Auf jeden Fall geht das Ding echt ab. Also... ja, also ich vermisse da gar nichts. 95 PS, 95 Newtonmeter, 95 mal alles Roger. Geil, Mann. So, 60 auf 100 im fünften. Mal sehen, wie sie das hinkriegt. Ich fahre 60. 3, 2, 1. Ab geht der Fuchs. Brubbel, brubbel, brubbel. 100. Ja. Ja, wie gesagt, also so Drehzahlen unterhalb von 3000 findet sie so semi. Aber trotzdem meckert sie jetzt nicht. Also das geht auch alles sehr zügig hier. Und insgesamt, der Motor ist einfach echt geil. Das kann man echt nicht anders sagen. Macht Spaß, hört sich gut an, drehwillig, geil. So, 0 auf 100 auf der BMW F900 GS. Bei der 800er, da war ich schon ein bisschen erstaunt, weil sie immer so ein bisschen hochgegangen ist. Das wird jetzt hier ja wahrscheinlich noch ein bisschen krasser werden. Ich bin im Dynamic-Modus. Ich lehne mich mal ein bisschen nach vorne. Mal sehen, was sie hinkriegt oder was ich hinkriege. 3, 2, 1. Ab geht der Fuchs. Junge, 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 Junge. Ja. Also, wie gesagt, das ist noch mal... tatsächlich noch mal eine Schippe drauf gegenüber der 800er.
Also, dass die nur 105 PS hat, glaube ich ja gar nicht. Da stimmt doch irgendwas nicht. Da wurde doch was gemacht. Krass. Ja, keine Ahnung, was das jetzt war. Ich glaube, andere Tester haben irgendwie es geschafft, sie in 3,6 oder irgendwie sowas auf 100 zu bekommen. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt hier war, aber unfassbar für eine Reise-Enduro, wirklich. Also wenn man das jetzt mal mit der T7 vergleicht, das ist kein Vergleich, muss man echt den BMW-Ingenieuren ein Lob aussprechen. Durchzug 60 auf 100 im fünften Gang. Oh, man ist relativ schnell hier auf 60, aber man würde dann nicht. So, Kurve warten wir noch ab. 3, 2, 1, ab geht der Fuchs. Boah. Alter, das ist ja unfassbar. Also auch das ist für den Motor kein Thema. Also wirklich. Granate. Zack, zack. Oh, und schon sind wir da. Schon sind wir da. Genau, zum Collision-Gespräch. Und die Vouch ist auch da. Zur Vouch DS900X. Wir haben uns das hier mal ein bisschen gemütlich gemacht, ne? Ja, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Nee, genau. Wollen wir mal so ein bisschen euch erzählen, was so unsere Fahreindrücke waren. Mhm. Du bist jetzt ja die letzte Zeit relativ viel gefahren. Ich bin ja eher gestern gefahren. Erzähl mal so ein bisschen. Schön, fährt sich gut. Also ich habe da wenig zu meckern. Insgesamt eine runde Sache. Auch, habe ich vorhin bei der Probefahrt vergessen zu erwähnen, wollte ich noch darauf eingehen. Auch das Display finde ich gelungen, schön aufgeräumt, übersichtlich, ist gut ablesbar. Ja. Also es gibt insgesamt für mich relativ wenig Kritikpunkte. Einer, der mich am meisten oder der mir am schnellsten irgendwie so aufgefallen ist, ist tatsächlich der Blinkerschalter. Das macht jetzt nicht so den super hochwertigen Eindruck, da will ich aber gar nicht drauf hinaus, weil wie lange das halten wird, kann ich nicht beurteilen, das wird man sehen. Ja. Aber es fühlt sich so schwammig an, finde ich. Also ich merke gar, ich muss tatsächlich ins Display gucken, ob mein Blinker an ist oder nicht. Das kenne ich anders. Mhm. Ich kriege da keine Rückmeldung. Ich merke nicht, wenn ich den an- oder ausmache, sondern das ist mehr so ein bisschen wabbelig. Ja. Das merkt man, finde ich. Ja, stimmt. Ich fand es auch, ganz am Anfang habe ich auch gedacht, huch, komisch. Ich habe mich da ein bisschen daran gewöhnt, aber hast schon recht. Ich hätte mal ein bisschen besser machen können. Ja, ansonsten. Und, Entschuldige? Ja, bitte. Wo ich gerade auf dieser Seite bin, was ich auch ein bisschen schräg finde, ist, dass die Schalter für Sitzheizung und Griffheizung quasi versteckt. Für den Rückspiegel des Autos vor dir zu sehen sind, aber nicht von dir zu sehen sind. Ja. Ist jetzt nicht schlimm, gewöhnt man sich dran. Genau. Habe ich aber gemerkt, dass habe ich natürlich bei den Temperaturen sofort angemacht. Ja. Und dabei auch gleich das Fernlicht angemacht, was auch da vorne ist, habe ich gar nicht gemerkt. Ja. Habe ich auch alles dann erst im Display erfahren. So nach 10 Kilometern. Genau, aber das sind alles so Sachen. Ne? Also ihr merkt schon, wir suchen jetzt so ein bisschen. Ich habe es ja bei meiner Probefahrt auch schon gesagt. Also ich finde vor allem den Preis, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ne? Das ist unglaublich, ne? Unglaublich, eigentlich. Ja. Also das ist echt, wenn man sich vorstellt, 9,5. Also das war auch was ich mich so bei diesen ganzen kleinen Mäkeleien, ne, die man so hat. So hier der Schalter ist ein bisschen wabbeliger. Ja. Die wirst du finden. Ja, natürlich muss irgendwo muss das ja. Aber dann habe ich mich doch gefragt, okay, was kostet so ein Schalter? 27 Cent im Einkauf. Damit wirst du es nicht schaffen. Ne? Nee, also es ist schon, das muss man tatsächlich sagen, es ist schon erstaunlich, dass man das so anbieten kann. Aber gut. Ja. Schon echt cool, muss man wirklich sagen. Und ich finde vor allem so die wesentlichen Punkte, ne? So Chassis, also Fahrwerk, Motor, Bremsen, ne? Also das, was bei so einem Motor wirklich wichtig ist. Das ist einfach echt vergleichbar. Ne? Also klar, wir sind jetzt nicht im ordentliche Vergleich. Reifen drauf. Also das sind alles so die Sachen, wo man sagt, schöne Drahtspeichenfelgen, sogar abgewinkelte Ventile sehe ich gerade. Lenkungsdämpfer haben wir, glaube ich, vorhin auch gar nicht gesagt. Ist auch mit dran. Mhm. Handeinstellrad für die Federvorspannung, Quickshifter. Ja gut, der Quickshifter, aber das ist bei BMW aber auch nicht besser, muss man ehrlicherweise sagen. Also den habe ich noch gut in Erinnerung. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, der Original BMW Quickshifter. Da können sie noch ein bisschen besser werden, finde ich. Der ist, gerade wenn sie kalt ist, aber du hast auch nicht ein Riesenproblem damit. Ne? Also, nee, ich finde, er funktioniert. Ich habe da nichts zu meckern. Ich muss aber auch gleichzeitig dazu sagen, dass ich, für mich brauchst du keinen Quickshifter. Nee, ich benutze den eigentlich nicht. Wenn ich so normal Motorrad fahre, schalte ich so, wie ich mein ganzes Leben lang geschaltet habe. Ich denke gar nicht dran, dass ich nicht kuppeln muss. Von daher ist es für mich, ich mache das dann bewusst und schalte ein paar Mal hoch und runter, um zu sehen, funktioniert. Aber eigentlich bin ich da noch nicht. Nee, okay. Nicht. Aber wenn er schon SR Nummer dran ist, dann muss er natürlich auch funktionieren. Ne? Genau. Und das tut er auch. Genau. Wunderbar. So, jetzt kommt hier ein Hubschrauber.
Und ein Segelflugzeug hier oben. Ja, da ist richtig was los hier. Was ist los hier? Hau mal ab da, machst du einen Lärm. Ja, aber ansonsten geile Fahrerei, schöne, souveräne Sitzposition. Ne? Man sitzt irgendwie, finde ich, also fühlt sich irgendwie auch höher an, finde ich. Als. Achso, wie war das eigentlich mit, für dich mit den Füßen? Gut, du bist ja 1,80? Nee, 1,77. Kommst gut auf den Boden, also für ne? mich super, auch ja. nicht zu hoch. Also ich bin ja, so jemand, ich habe es nicht so gerne, wenn ich das Gefühl habe, ich komme mit den Füßen nicht unten an. Ja. Verschafft mir immer so ein unwohliges Gefühl. Ja. Also für mich genau richtig. Ja, also ja, so Größe und so, also alles super. Ja, okay, alles klar. Jetzt noch Koffer dran und dann Mongolei. Wir kommen. Genau, die sehen auch geil aus, aber wir kennen sie halt nur von Bildern. Aber ja, mein Gott, Koffer. Die werden eine Klappe haben, die auf und zu geht. Und wahrscheinlich, genau. Ja. Ja, also wirklich echt ein schönes Motorrad, muss man wirklich jetzt mal wutschen, echt ein Kompliment aussprechen, finde ich. Ne? Also bei Motorrädern, die ist ja nun komplett aus China, muss man ja sagen. Ne? Aber das ist so, der Abstand wird echt, ein bisschen ist da noch, ne? Aber er wird echt immer geringer, ne? Muss man fairerweise sagen. Und für den Preis, boah, da muss man mal lange suchen. Ne? Also ja. Auch die Wettbewerber, wenn man sich das mal anguckt, die gehen alle bei 15 los. Ne? Mhm. Da gibt es wirklich keinen, der da irgendwie mal bei 12 oder so, die gibt es einfach nicht. Nee, und das muss man schon sagen. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, irgendwie, haben wir, glaube ich, damals auf der Messe auch ein bisschen rumgerätselt, was die wohl kosten wird. Mhm. Ich hätte das höher angesetzt. Ja. Also von daher, gelungenes Bike, hat Spaß gemacht heute und ja, kommen wir gleich mal zum Ende. Ne? Ach so, eine Sache vielleicht sollten wir noch. Ja. Oh. Eine Sache jetzt. Halt, noch nicht weg. Ist schon keiner mehr da. Was denn? Wir sollten noch mal über die App reden. Ne? Also es gibt so eine Frontkamera, eigentlich eine geile Sache. Ja. Und es gibt eine App dazu, die habe ich mir auch runtergeladen, habe ich auch installiert. Wir haben es noch nicht geschafft, also Nein. Wir haben es auch gekoppelt gekriegt, das zeigt alles an, aber wir haben es nicht geschafft, ihr eine Aufnahme zu entlocken und wissen nicht so richtig, warum. Nee. Also das wird schon funktionieren, aber vielleicht muss Wutsch dann nochmal bei der App wie nachlegen oder so. Also ich finde, die App ist ja super übersichtlich, du kannst ja gar nicht viel machen, also das hat alles super funktioniert, also es ist nicht so, dass man da irgendwie denkt, so, was muss ich so, alles super. Aber es macht halt keine Aufnahme. Wir zeigen hier nochmal den Recorder, den blenden wir nochmal ein. Also da müsst ihr halt eine SD-Karte reinpacken und dann hat man halt hier diesen Schalter und hier vorne diese Kamera. Eigentlich ein geiles Ding. Ne? So. Aber weißt du was? Wir fahren jetzt gleich nach Hause und dann probiere ich das nochmal aus und dann wird das wahrscheinlich funktionieren. Genau. Übrigens genauso, gut, dass du das nochmal sagst, genauso mit der Navigation. Die Maschine hat eigentlich eine Navigation, die man aus Display legen kann. Aber da ist die App noch nicht fertig. Also da können wir auch nicht zu sagen, konnten wir nicht ausprobieren. Wir wissen auch nicht, wie lange das noch dauert. Das wird schon irgendwann demnächst kommen, schätze ich mal. Aber gut, das sind halt so Kleinigkeiten. Gut, die Maschine ist ja auch brandneu. Also insofern muss man vielleicht noch einen kleinen Moment Geduld haben. Aber davon abgesehen, tippitoppi. Okay. Das Gebüsch hat es mir angetan. Ja, liebe Leute, das war unser Test zur Wutsch DS900X. Sehr ausführlich heute mal wieder, aber hat sich auch gelohnt, finde ich. Interessantes Motorrad, auch ein wichtiges Motorrad für Wutsch selbst natürlich sowieso, aber auch so für den Markt. Ich bin echt gespannt, wie es sich verkaufen wird. Bin ich auch gespannt. Noch sind die Verkaufszahlen von Wutsch ja nicht so doll. Wutsch hat übrigens ganz viele Modelle. Ich zeige hier mal die Webseite. Könnt ihr euch mal angucken. Das sind so viele 500er, 650er sind noch dabei, ein paar Scooter. Und aber das ist halt das erste große Adventure-Bike von Wutsch. Und da bin ich mal gespannt, ob wir die in den Top 50 zumindest sehen. Würde mich nicht wundern. Und ja, ab Mai soll sie bei den Händlern sein. Könnt ihr schon mal hinrennen. Und guckt euch die schwarze nochmal an. Oder? Ja, also es ist Geschmackssache. Ich finde auch die schwarze geil. Die schwarze ist echt geil. Ja. Okay, willst du noch was sagen? Nö. Alles klar, bevor das Auto kommt, verabschieden wir uns aus Glückstadt. Sagen tschüss. Bis bald. So, Leute, ich habe den Gregor von 1000 PS hier. Gerade zurückkommen von seiner Fahrt. Servus. Hey Gregor, erzähl mal so ein bisschen. Wie waren deine Eindrücke heute? Also... Das, was wirklich bleibt, ist, wie groß der Unterschied zu 850 GS ist. Also ich denke es mir immer durch, die F900 GS ordnet sich, finde ich, jetzt ziemlich gut, so perfekt in die Reihe dieser um die 100 PS Reiseenduros, gerade eben jene, die wirklich auch so ein bisschen Offroad was können. Ich denke jetzt an Tiger 900 Rally Pro, zum Beispiel der Africa Twin, da ordnet sie sich, finde ich, sehr gut ein. Aber wenn man zurückdenkt, also als Offroad-Enthusiast, Tiger 900 Rally Pro oder 850 GS, ich finde, die Frage hat sich nicht mehr gestellt.
Und jetzt muss man echt überlegen, weil sie fährt sich gut Offroad, sehr fein dosierbarer Motor. Ich finde, das optionale Fahrwerk ist richtig gut. Die Ergonomie ist zu großen Teilen wirklich gut gelungen. Und auch auf der Straße, selbst mit dem serienmäßigen Fahrwerk, das macht Spaß. Also es ist einfach dieses Rezept, was eh schon andere Hersteller auch haben. Und jetzt hat es auch BMW. Ich glaube, so ein richtig guter Kompromiss mit noch immer Emotion und Performance im Offroad. Also mir hat es gefallen. Super. So, weiter geht's. Der Flo ist hier. Hi. Hi. Erzähl mal, F900 GS, wie war es heute für dich? Ja, ich bin gespannt, wie lange das Grinsen im Gesicht bleibt. War schon ziemlich geil. Ja. Hat mich sehr positiv überrascht. Also diese Gewichtsreduzierung, die hat sich wirklich ausgezahlt. Das war. Was hat dir besser gefallen? Onroad, Offroad? Oder Offroad. Ja? Also Onroad war auch schon cool. Ich bin den ersten Teil des Tages Onroad gefahren. War ich noch ein bisschen müde vielleicht. Offroad hat mich dann echt sehr überzeugt, sehr ja, umgehauen. Cool, ja. Ja, also das war ja auch, klar, die Strecke war auch cool, irgendwie auch mal ein bisschen fester Schotter, mal dann da durch diesen Canyon wirst du ja auch gefahren sein. Dann diese Singletrails, mega. Sehr technisch, ne? Sehr technisch und das Motorrad verzeiht einem aber auch, wenn man mal schlammt. Ja. Ja. Gibt es irgendwas Negatives? Kein Blinkerrücksteller, liebe Grüße an Kollegen Ralf, dem findet das auch kacke und nee, also Blinkerrücksteller, ich finde sie einfach sehr ausgewogen, ne? Sehr neutral, man kann sie sicher auch scharf stellen durch den Enduro Pro Modus und sowas, bei mir hat das jetzt in der Standardeinstellung schon relativ gepasst, ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen mit der Traktion irgendwie ein Thema wird, aber für mich war das total in Ordnung. Super, ich danke dir, ne? Gerne. Bis dann, ciao. Mach's gut. Also das Fahrwerk ist richtig geil. Der schluckt das hier einfach alles so weg. Für mich eine Idee, vielleicht so soft. Aber da, also das muss man ein bisschen austesten. Also selbst wenn ich es jetzt ein bisschen härter machen würde, heißt das nicht, dass es dann besser ist. Das ist nur so ein Gefühl jetzt. Aber so von den Reserven her und auch der Reifen übrigens hier in dem losen Schotter, Messler Karoo 400, der macht einen echt richtig guten Job. Das fühlt sich richtig gut an. Ja, das waren unsere persönlichen Eindrücke zu den beiden Maschinen. Wahrscheinlich habt ihr euch eben so ein bisschen gewundert, warum zunächst Markus und ich da auf der Parkbank saßen und dann auf einmal Interviews kamen aus Malaga mit Jan. Das liegt daran, dass wir die F900 GS zweimal getestet haben. Einmal habe ich es alleine hier im Norden gemacht auf der Straße und das zweite waren dann eben die Aufnahmen von Jan, der in Malaga beim Presseevent war und dadurch das Gelände geheizt ist. Das finde ich irgendwie auch ganz wichtig bei der F900 GS, dass man dann nochmal so ein paar Geländeeindrücke bekommt. Ja, das war es dann auch schon fast mit diesem Vergleich. Zwei wahrscheinlich auf dem ersten Blick sehr ähnlich wirkende Motorräder, aber in der Charakteristik dann doch ganz anders. Das muss man wirklich ganz deutlich so sagen. Ich habe es ja anfangs schon gesagt, ich finde die Voge DS900X tendiert eigentlich eher Richtung Adventure Bike, obwohl sie ja streng genommen eine Reise-Enduro ist mit ihrem 21 Zoll Vorderrad. Sie ist aber, naja, sie ist halt schwerer, sagte ich auch schon eingangs, 20 Kilo schwerer als die BMW und damit ist sie natürlich prädestiniert für, ja, wie soll man sagen, satte Straßenlage, für lange Touren auf Asphalt und die F900 GS von BMW hier rechts zu sehen. Die ist einfach leichter, die ist quirliger, die hat irgendwie auch von Haus aus grobstolligere Reifen, die will ins Gelände. Das merkt man irgendwie, wenn man auf beiden Bikes fährt. Vor allem merkt man natürlich das geringere Gewicht der BMW und ich glaube, das ist auch der Grund, warum hier die unterschiedlichen Fahrleistungen zustande kommen. Die BMW ist dann tatsächlich doch ein bisschen fixer unterwegs, 3,7 zu 4 Sekunden in der Beschleunigung, das ist schon, das hört sich jetzt nach wenig Unterschied an, aber man merkt es irgendwie schon im Sattel. Wobei das jetzt nicht heißen soll, dass die Voge irgendwie eine lahme Ente ist, ganz und gar nicht. Das ist sicherlich für die meisten völlig ausreichend von der Leistung her. Und ja, der andere Unterschied jetzt neben der Ausrichtung ist natürlich die Ausstattung und der Preis. Und das habe ich, glaube ich, hoffentlich hier deutlich machen können in diesem Vergleichsvideo. Die Voge, ich will jetzt nicht die Features nochmal alle aufzählen, aber in Summe ist sie wirklich ein super günstiges Motorrad. Das muss man mal ganz, ganz deutlich so sagen.
Für unter 10.000 Euro kriegt ihr hier eine wirklich komplett ausgestattete Reise-Enduro bzw. Adventure-Bike. Da bleibt wirklich kein Auge trocken. Die BMW ist da dann doch deutlich teurer, zumindest im Vergleich, wobei der Vergleich natürlich so ein bisschen hinkt, weil die Vulture halt komplett in China gefertigt wird. Man müsste die BMW natürlich eigentlich mit anderen Probanden vergleichen, wenn man sich den Preis jetzt hier so ein bisschen vergegenwärtigen möchte, ob das jetzt teuer ist oder nicht. Und da wiederum sieht die BMW gar nicht so schlecht aus. Aber wie gesagt, das würde ein bisschen zu weit führen, wenn ich das hier alles jetzt auch noch aufführen würde. Es ist einfach so, die BMW, das etwas feinere, ausgereiftere Motorrad, kann man sagen. An der einen oder anderen Stelle merkt man es auch bei der Verarbeitung. Die Vulture ist okay, das jetzt bitte auch nicht missverstehen. Das ist jetzt kein schlechtes Motorrad, aber man merkt es dann natürlich doch an der einen oder anderen Stelle, dass BMW hier diese F900 GS schon seit vielen, vielen Jahren baut. Die gab es ja früher als 800er und als 850er und das wirkt alles sehr, sehr ausgereift. Bei der Vulture, naja gut, wie gesagt, ich wiederhole mich, auch ein gutes Maschinchen, aber an der einen oder anderen Stelle ist es dann eben doch noch ein bisschen zusammengeschustert. Das hört sich jetzt gemein an, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Ein anderes Thema ist sicherlich dann auch noch das Servicenetz und die Garantie. Gut, die Garantie liegt hier bei der BMW bei 3 Jahren und bei der Vulture bei 2 Jahren. Service bei der Vulture alle 12.000, bei der BMW alle 10.000 Kilometer. Das ist also einigermaßen auch vergleichbar. Das Servicenetz und Vertriebspartner und Werkstätten natürlich nicht. Also das ist ja klar, da kann Vulture natürlich noch nicht mit BMW mithalten. Da müsst ihr mal gucken, ob ihr da einen Vulture-Händler in der Nähe habt, der dann für euch auch den Service machen kann. Und wenn mal was kaputt geht, dann auch nicht gleich mit leeren Händen dasteht. Die Vulture hat ja auch sehr viel Elektronik an Bord und da denke ich, sollte man schon ein bisschen Wert drauf legen, dass der nächste Händler nicht 500 Kilometer entfernt ist. Dann kann das Ganze doch ein bisschen anstrengend werden. Ja, das war es dann mit diesem Vergleich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und vor allem hoffe ich, habt ihr diese Unterschiede der beiden Bikes dann doch so ein bisschen vergegenwärtigt bekommen. Wie gesagt, auf den ersten Blick könnte man meinen, sehr ähnliche Maschinen. Das ist aber nicht so. Mitnichten ist das der Fall. Aber auf jeden Fall beides wirklich tolle Maschinen. Wir haben bei beiden Tests echt jede Menge Spaß gehabt. Ihr hoffentlich auch mit diesem Video. Damit grüße ich euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüssinger, bis bald.